Hallo ihr Lieben, ich steige jetzt aus dem Boot aus. Das ist dann Bartholomä am Königssee. So, jetzt bin ich angekommen im Boot hier. Das ist St. Bartholomä. Die Kapelle direkt am Königssee. Das Schiff fährt weiter nach Saale zur Endstation, aber diese Richtung haben wir nicht gebucht, das kostet extra. Das sind halt noch ein paar Meter. Der Königssee ist 8 Kilometer lang. Das ist hinter mir der Steg. Hinter mir sieht man schon richtig auch schön die Berge. Wunderbar das Panorama hier. Direkt am Steg, wo ich gerade ausgestiegen bin. So. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so umwerfend aussieht auf der Kamera. Ahnenberaubend. Was steht noch? Hinter mir fährt noch ein Boot weg, aber es ist nicht bis jetzt mit Passagieren. Kann auch rückwärts fahren, wunderbar. Hier ist das Wasser wieder von der Stegmauer am Steg sehr klar. Also man kann es wieder bis zum Grund gucken, mindestens 1,50 Meter tief. Sauberes Wasser, klares Wasser. So, das ist jetzt das Ende vom großen Steg hier. Hier sieht man es nochmal. Hier hat man sich quasi rausbegeben aus dem Schiff. Fährt gerade wieder ans zurück. Das sind mindestens 2-3 Anlegestellen. Also genau sind es 3, sehe ich gerade. Das 3 Schiffe können gleichzeitig anlegen. Das eine Schiff hält wieder zurück. Ohne Passagiere. Das ist halt so, dass halt manchmal keine Passagiere mitfahren wollen, weil sie erstmal vor allem sind jetzt früh hier da. Und ca. 9 Uhr und da wollen die Leute noch nicht zurück. Klar, die sind erstmal angekommen. Deswegen sieht man das Schiff jetzt einfach ohne Passagiere zurückfahren. Da ist halt niemand drin. Außer der Pilot und der Sprecher. Also wie gesagt, unglaublich, dass man hier das so wunderbar mit diesem Hintergrundpanorama die Berge sehen kann. Da gibt es auch einen sehr großen Berg, der heißt der Watzmann. Das ist der höchste Berg, der ist so 2700 Meter hoch. Und der ist nach der Zugspitze der zweithöchste Berg Deutschlands. Und hier ist auch teilweise die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Die verläuft direkt mitten durch den See. Da habe ich vorhin erfahren, das ist leider ganz am Anfang, wo ich vorhin losgefahren bin, ein Unglück gab um 19. Jahrhundert, wo leider ein Steg gekennert ist mit 70 Leuten. Die sind leider alle ertrunken, wahrscheinlich, weil der See ist sehr, sehr kalt. Also das ist ein Gebirgssee und der ist halt wirklich so kalt, dass man da drin also kaum schwimmen kann und nicht lange überleben kann. Also ich mich wirklich wundere, wieso konnten die Leute nicht irgendwie versuchen, an Land zu gehen oder irgendwie da sich zu retten. Aber wahrscheinlich war das auch so unglücklich gelaufen mit dem Steg, dass es dann über die Leute drüber war und die vielleicht unterm Steg dann ertrunken sind. Irgend so eine Art kann ich mir das vorstellen. Und wie gesagt, der See also ist 8 Kilometer lang, 100 bis 200 Meter tief an den tiefsten Stellen. Und er wird gespeist, wie gesagt, vom Gebirgswasser,
Dann wird er in Bad Reichenhall gehalten von so einem Pegelhalter, so was ähnlich wie ein Wasserfall, dass der Stand eigentlich fast immer gleich ist, bis auf ein paar Zentimeter. Also er hält fast immer die gleiche Höhe und wird eigentlich immer gut gespeist und verläuft auch irgendwie in Ausläufe sogar bis ins Schwarze Meer. Also das ist schon krass, wie weit so das Wasser so reichen kann in den Königssee und rein und raus kommt. Hier gibt es natürlich mehr so normale Fische, wie man Deutschland kennt, also Hechte, Barsche, Forellen. Eigentlich die ganz normalen Fische, die man nicht so kennt, also das gibt es hier alle. Das wird, wie gesagt, auch sehr, sehr sauber gehalten, also wird auch gereinigt. Immer wieder mal, also das ist überhaupt kein Problem hier. Das ist absolut ein sauberer See, da kann man auch gut schwimmen, aber ist halt, wie gesagt, so kalt, dass man es halt nicht lange drin hält, höchstens 1030 Grad, damals Abkühlung. Aber lange wird man das sich da nicht aufhalten können in dem See hier. Das können auch Sporttaucher oder die es halt wirklich drauf haben. Die hat man mit keine Probleme. Ne? Sehr, sehr schöne St. Bartholomä Kapelle mit wunderschönen Dächern rund gehalten. Gegenüber eine sehr schöne Wiesenfläche. Alles schön grün hier, weil hier ist es oft sehr feucht auch. Da trocknet selten mal was aus. Und dann von der Kirche wieder zurücksehend, sieht man dann wieder die vielen Gebirge hier, die kleinen Berge, die kleinen Watzmänner. Da ist noch so eine Holzhütte, Fischerei von St. Bartholomä. Dann wird das so ein Bootshaus, also eine kleine Bootswerft, weil die Boote, nachdem es mal sein muss, da notdürftig repariert werden. So, jetzt geht's rein in die St. Bartholomä-Kapelle. Es regnet nämlich gerade ein bisschen. Sehr prunkvoll hier die Kapelle. So, ich mache jetzt erstmal hier Abschluss mit dem Video, weil es fängt jetzt gerade das Regnen an, das ist schlecht fürs Handy. Deswegen schließe ich jetzt erstmal hier ab. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt wie gesagt ein Like, schaut es euch einfach an oder abonniert mich, der würde mich sehr freuen. Ich bin Johannes Pontiac. Und wie gesagt, es gibt da noch einen weiteren Teil von Königssee bei St. Bartholomä. Ciao Leute.